Die attischen Frauen sind sehr häuslich, sehr sparsam, sehr treu. Sie passen sich auch den Wünschen des Mannes sehr gut an. Die philippinische Frau ist treu, nicht anspruchsvoll, familienbezogen, fleißig, ruhig, liebevoll. Für mich die ideale Ehefrau. Wenn man eine philippinische Ehefrau hat, kann man sie sehr glücklich schätzen. Denn philippinische Gattinnen sind sehr gute Mütter zu den Kindern, sehr fürsorglich, vor allem auch zum Ehemann, treu und sehr gute Hausfrauen. In einem Reiseführer kann man zum Beispiel nachlesen, dass sie exotisch ist, liebevoll, anschmiegsam, zärtlich. Und was für mich ganz besonders wichtig ist, dass sie noch nicht so emanzipiert ist wie die europäische Frau. Die asiatische Frau ist sehr reinlich, freundlich, lächelt immer, sehr treu. Sie würde bei meinem Freund nie allein ins Auto steigen, sobald ich nicht dabei bin. Sie kocht sehr gerne, sie ist die beste Hausfrau, was es gibt. Die Eigenschaften der Damen sind, also sie sind häuslich, treu und sie sind die ideale Partnerin. Mein Name ist Karl Schwingenschlögl, ich bin vom Beruf Hauptschullehrer in Wien, ich bin 43 Jahre alt und unschuldig geschieden und habe aus dieser Ehe eine 8-jährige Tochter. Ich besitze ein Einfamilienhaus im Wienerwald, betreibe sehr viel Sport, vor allem ostasiatische Kampfsportarten. Ich gehe auch ganz gern zum Heurigen, spreche 2 Sprachen perfekt, Englisch und Italienisch. Ich bin ein sehr familiärer Mensch, sehr kinder- und tierliebend. Nicht zuletzt also ein Mann in den besten Jahren. Für den Haushalt, also ich brauchte niemanden, der mich wirklich bedient. Ich kann zwar nicht kochen, aber ich kann Dosen öffnen, ich kann was aufwärmen, wenn ich nicht im Lokal esse. Ich kann bügeln, sogar Hemden, besser als manche Frau. Wäsche waschen, den Haushalt versorgen, das Haus in Ordnung zu halten. Das ist eine Situation, wo sich meine Freunde immer wieder wundern, wenn sie kommen, dass es hier so aufgeräumt ausschaut. Das Idealbild einer perfekten Ehefrau wäre für mich, dass es eine Frau ist, die häuslich ist, die den Haushalt gerne versorgt, den Ehegatten und die Kinder. Sie soll in der ihr zugedachten Rolle als Hausfrau und Mutter aufgehen und auch versuchen, darin zufrieden und glücklich zu sein. Es ist einmal so, dass der Mann das Oberhaupt der Familie ist und dass die Frau sich ihm eigentlich unterordnen sollte, um eine harmonische Ehe zu gewährleisten. Thank you.
Hallo, ich bin Nipa aus Bangkok, 19 Jahre alt. Ich sehne mich nach einem tauren, weisen Mann, der rund ist wie Buddha. Und den ich alle Wünsche vor den Augen ablesen werde. Ich singe und lache gerne und liebe Blumen. Ich koche gerne, gehe jeden Sonntag in die Kirche und würde ihm alles machen. Was der Mann von mir erwartet. Ich bin katholisch und arbeite als Kosmetikerin. Und ich sehne mich nach einem guten Mann, der mich versteht und der gebildet ist und eine gute Arbeit hat. Ich wohne mit meiner Mutter und auch Schwestern und möchte auch selber viele Kinder haben. Wenn du gerne lachst und tanzt, dann komme ich in mein Paradies und hole mich. Wovon ich träume? Ich möchte mit einem österreichischen Mann schöne Kinder haben. Bitte schicke mir ein Ticket, wenn du trau und ehrlich bist. Herr Krieger, Sie haben eine philippinische Frau geheiratet. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Zuerst einmal muss ich sagen, dass ich zuvor schon verheiratet war mit einer Österreicherin. Und ich bin gewissermaßen von den österreichischen Frauen enttäuscht. Wieso, was war das, die Enttäuschung so groß? Ich bin selbst nämlich auch geschieden, also ich bin auch von den österreichischen Frauen enttäuscht. Und habe mir das eben überlegt, aber was war bei Ihnen der Fall? Mir sind die österreichischen Frauen ein bisschen zu emanzipiert. Ein bisschen? Und ich kann Ihnen sagen, dass ich jetzt da in dieser Richtung viel bessere Erfahrungen habe mit meiner jetzigen Frau, weil die ist eher ein ruhiger Typ. Das heißt, die österreichische Frau war nicht so ruhig, war eher lauter? Ja, sie hat sozusagen vielleicht ein bisschen mehr ihre eigene Meinung vertreten. Und jetzt ist es halt so, dass meine persönliche Meinung die primäre ist. So soll es sein. Wieso sind die Frauen schuld, dass die österreichischen Ehen scheitern? Ja, ganz einfach, weil die meisten von uns keine Kinder haben wollen. Die wollen ein schönes Leben haben. Ah, die wollen also keine Kinder, warum? Ja, weil mit Kindern kannst oder bist zumindest einige Jahre sehr eingeschränkt in deiner Freizeit. Sprich, Urlaub, fortgemobbt, sonstiges. Und sie dort zu arrangieren mit der österreichischen Frau, also einmal bleibe ich zu Hause, einmal gehst du fort. Wir nehmen beide unsere Freiheit relativ aus, und aber die Kinder versorgen wir gemeinsam, erziehen wir gemeinsam, pflegen und hegen wir gemeinsam. Naja, ich glaube, das ist allein Urlaub fahren, wo soll ich denn allein hinfahren? Nein, das finde ich nicht gut. Waren Ihnen die früheren österreichischen Beziehungen zu emanzipiert? Ich meine, also, wie es bei mir war es der Fall, also die haben sie immer, am Anfang waren sie sehr häuslich, die Mädels, familiär, lieb, freundlich, haben mich auch verwöhnt und später in der Emanzipationsphase haben sie versucht, also, das wieder zu ändern. Es hat ihnen nicht mehr gefallen. Sie versuchten, also, ihre Freiheit wieder zu gewinnen. Wie ist das dann, trifft das auch auf die Ja, das hat damals so. Auf die philippinischen Frauen. Ja. Und auf den österreichischen? Hat es so getroffen, ja. Das in welcher Art haben Sie das geäußert? Also, bei mir war das so, dass die Freundin, mit der ich zusammengelegt habe, also, die hat dann, war dann immer öfter unterwegs mit Gleichgesinnten und hat dann das Kochen Fahrt gefunden, das Zusammenräumen mit der Meldung, warum sie das immer machen, du kannst das genauso gut wie ich. Ja, sie hat alles vernachlässigt. Nicht? Und dann bin ich darauf gekommen, dass ein anderer Freund hat. Nicht? Das war sozusagen das. Das war dann der Gipfel. Das Tüpfelchen auf dem Weg, ja, ja. Also zuerst die Vernachlässigung ja, der Haushaltlichen zu ja. arbeiten und dann kommt der neue Amigo ja. dazu. Ja, ich habe mit österreichischen Schiffen ein bisschen schlechte Erfahrung gemacht. Und zwar welche Art? Ja, untreu war sie. Und sonst niveaumäßig hat sie auch nicht viel ausgehabt. Das heißt, da hat es überhaupt nicht gestimmt, oder? Naja, wir haben zwei Pole, die was überhaupt nicht zusammenpassen.
waren wir. Na, was hat sie wollen und was haben sie, was wollten sie? Also, ich war mehr oder weniger Disco-Geherin mit Freundinnen. Disco, Disco, Disco. Und sie? Ja, das nicht? Ich schon ganz gern auch, aber nicht dauernd. Ja, zum Beispiel, die geht alleine fort. Die sitzt nächtelang in einer Diskothek um und um. Die ist selbstständig, also ich verurteile das gar nicht. Ne? Nur das heißt, für, ist für eine Beziehung ist es nicht gut, ne? Weil irgendeiner, entweder akzeptiert man es oder akzeptiert es nicht. Ne? Also das heißt jetzt, entweder sitzt sie alleine zu Hause und sie geht fort, oder ich gehe mit ihr fort und sie tut trotzdem, was sie will. Also nicht jetzt mit anderen immer dumm, aber sie... Also die Möglichkeit, dass beide fortgehen, gibt es in dem Fall nicht. Ja, sicher. Ich war da hingegangen und sie war dort gegangen. Ne? Also da brauche ich aber keine Beziehung oder keine Frau. Ne? Denke ich schon dann. Das ist meine kleine Küche und ich habe hier Gasofen und kann man schon viel machen, kochen und backen und, so viel, und nach der Betriebe muss gleich putzen, das ist nicht so viel Probleme, wenn es so lange dauert putzen. Und das ist meine Kühltruhe und meine Grill und auch schnell gleich putzen nach dem Betrieb und dann das ist meine Kaffeemaschine und Kühlschrank und mein Abwasch. Und wenn ich zu Hause so wenig Platz, ich muss mir andere Geräte da auch hier hingeben. Mein kleiner Geschirrspüler, das hilft mir schon, wenn ich habe keine Zeit, ich das geht rein. Und meine Waschmaschine und meine kleine Müll und meine Trockner auch und meine zweite Kühlschrank und Kaffeemaschine und das alles. So viel Arbeit im Haus, wenn du musst überall putzen darauf, der Kleinigkeit zu viel Arbeit. Und ich habe gehört, meine zweite Küche, ein bisschen größer als der andere, ist der Abwasch hier auch. Und das ist mein elektrischer Ofen. Aber in diesem Moment, ich habe nichts in Betrieb, wenn ich habe jetzt Gas und wenn so wenig Platz zu Hause. Mein Mann hat so gemacht, so, dass alles rein, meine Brot schneide, die Mikrowelle und Satelliten und Fernseher. Und man muss auch überall putzen, das auch da. Arbeit zu viel im Haus. Und abends, wir sind zusammen mit meinem Mann in der Eckbank und du jausen, ich sehe und Freunde sehen mit zusammen in der Nacht. Wenn man eine Philippiner heiratet, das war mir schon sehr wichtig, will ich eine jüngere Frau heiraten. Das muss einmal ganz klar und offen gesagt werden. Und meine Frau ist auch doch um einiges jünger als wie ich. Mhm. Und vom Foto her muss es natürlich auch so sein, dass sie einem gefällt. Nach welchen Kriterien haben Sie die Frau ausgesucht, dem Foto? Hässlich soll sie nicht sein, Hobbys. Natürlich, was nutzt es, wenn die Frau super schön ist, ein Model ist. Aber man sagt ja doch, aus einer schönen Schüssel kann man nicht essen, wenn nichts drinnen ist. Sagt man doch, nach Hobby ausgewählt und nach Sympathie, erste Sympathie. Das war bei mir eher Zufall. Also ich war schon geschieden, war enttäuscht von den Frauen und habe gesagt, nie wieder eine Frau. Und bin dann in Urlaub geflogen und bin dort mit einer Mentalität konfrontiert worden, das was mich eigentlich aus der Schule gekommen hat. Das heißt, die Reise ging wohin? Ging nach Thailand und habe dort 4 Wochen Urlaub gemacht, wir haben vorher Rundreise gemacht und habe dann am Strand eigentlich eine Frau kennengelernt und durch Zufall wieder, habe ich meine Frau, jetzige Frau, kennengelernt. Ja, ich habe es gemacht über deutsche Vermittlung. Da sind mir
Bilder vorgelegt worden. Und ich habe dann die Dame angeschrieben. Also Bilder und Adressen? Bilder und Adressen und ich habe dann die Dame angeschrieben. Und die Dame hat mir zurückgeschrieben. Mir jetzt kostet 50.000 Schilling. Gut, damit kann ich in Österreich schon sehr viel anfangen. Das ist richtig, aber das wird sich im Laufe der Zeit wiederum, wie man das hereinbringen, weil eine philippinische Frau ist sehr genügsam. Das heißt, die ist also billiger, lebt sparsamer als die durchschnittsösterreichische Frau? Ja, auf jeden Fall. Das sicher, das wirkt sich aus. Wieso, wie heißt das? Wie merkt man das? Das wirkt sich aus in der Kleidung. Das wirkt sich aus mit in allen halt. Meine Kleidung, sie kauft also billiger ein. Sie kauft billig ein. Sie schaut, was das kostet, bestellt, kauft möglichst billig ein. Ich weiß also, aus meiner geschiedenen Ehe, also meine Frau hat bei Versenden bestellt und das erste Ehe hat mir 75.000 Schilling gekostet. Und also Kurfürst bis Universalversand. Aber es gibt es dann, wenn wir das bestellen, dann sind das vielleicht 1.000 Schilling mit der Rose. Und das wird sofort bezahlt und ist das günstig und passt. Erledigt. Und wie ist noch billiger? Was kann man... Was kann man mit der philippinischen Frau einsparen, also sozusagen, was die österreichische Frau nicht machen würde? Zuerst einmal weiche ich von dem an, welche sagen, einsparen will ich gar nichts, weil es geht mir nicht darum, wie ich finanziell gut aussteige. Ja? Ja? Ja. Aber jetzt die Frage zu beantworten, wenn wir aufs Einsparen gehen, das wo ich ja nicht heiß drauf bin. Einsparen tust du vor allem natürlich mit der Kleidung. Einsparen tust du mit dem Essen. Das wirkt sich aus bei uns in der Erziehung. Ja? Ich sehe das mehr vor. Das hilft das ja dem Garten. Sparen, ohne dass man jetzt sagt, man knausert, ne? Ja, ich sage oft zu meiner Frau, jetzt kauft einmal was, kauft ein Kleid und kauft ein das. Und wenn die paar tausend Schilling, leg das zu, wir haben sie ja eh, du hast ja genug Geld. Ah, das brauche ich nicht, wozu, hat sie ja recht, weil sie braucht das nicht. Hm. Grundsätzlich ist die Sache nicht sehr billig, das ist einmal vorausgesetzt, weil sie müssen ja mit der Agentur auch einen Betrag bezahlen. Das sind ca. 25.000 Schilling müssen sie für die Agentur bezahlen. Und dann müssen sie ja runterfliegen auch. Ich bitte nur für Erfolg. Für Erfolg, aber der Erfolg ist 100%. Sie können sich darauf verlassen. Mein Mann ist 25 Jahre älter und das mag mir nichts. Wenn sie ist ein guter Mann und ich bin froh, ich habe einen guten Mann erwischt, wenn sie versteht mich und sie auch, ich habe auch verstanden zu ihm und meine Verwandte und meine Bekannte, sie ist auch so gut. Und ich bin froh, dass ich habe ihn als auch meinen Mann. Wenn ich irgendeine Arbeit zu Hause habe, wo es mutzig wäre, dann kann es mir passieren, dass sie mir einen halben Tag, also mittags schon, das wieder wegnimmt, weil das schmutzig ist und ich kriege anders und das muss ich anziehen. Ne? Und ich sage, das hat keinen Sinn. Das ist egal, das ziehst du an. Ne? Sie sorgt das auch dafür, dass was sie wann anziehen, ja, welche Kleidung sie nehmen, für welchen Bürgertätiger. Ne? Na, wie schaut es aus? Also, wenn ich in der Schule bin, brauche ich also, sagen wir, jeden Tag ein gebügeltes, frisches Hemd. Ist das, und jetzt, ich muss jetzt selber bügeln natürlich, nicht? Weil ich nach meiner Scheidung alleine bin. Aber ich mache es nicht gern, ich mache es, weil es sonst keiner macht. Nicht? Kann ich das dann von der philippinischen Ehefrau, so könnt ihr das jeden Tag verlangen, bügeln wir das, geben wir das? Wenn man sie einmal zeigt und beziehungsweise einen gewissen Ehrgeiz mitbringt, kein Problem. Und da die philippinischen Frauen ziemlich ehrgeizig sind, wenn sie was besser können wollen als der andere, dann lernen sie relativ schnell. Und dann können sie sicher sein, dass ihr gebügeltes Hemd ausschaut, wie ob sie es frisch vom Geschäft haben, ganz neu vom Geschäft gekauft haben. Das heißt, die muss das Bügeln erst lernen oder kommt die das drüben nicht? Ja, teilweise ja. Aber es gibt in dem Sinne, es kommt immer darauf an, wo sie herkommt. Kommt sie von der Stadt, kann sie es mit dem Elektrischen umgehen. Kann sie vom Land eher, kann sie eher mit dem Kohlebügeleisen umgehen nur. Nein, also da gibt es keine Probleme bezüglich Sauberkeit. Ne? Das heißt, die Frau, mit der sie vorher
zusammen waren die Österreicher, hat das nicht gemacht, oder? Jetzt haben wir das nicht gern, sagen wir so. Also nur, was sie musste oder sollte? Sie sollte halt. Und helfen Sie jetzt Ihrer Frau jetzt bei der Arbeit oder macht sie das Haus jetzt ganz alleine? Sie macht das fast alleine nicht, aber wenn sie es wünscht, werden wir helfen. Wünscht sie es? Nein. Sie greifen nie einmal zum Staubsauger? Na, kann auch mal vorkommen, dass ich ihn angreife. So ist es nicht, dass ich nichts mache. Sicherlich mache ich auch was. Aber meine Frau ist ziemlich brav, ich brauche nicht für eingreifen. Also, meine Frau ist sehr reinlich, also was von Körperpflege überhaupt und sich. Also Zähneputzen nach jedem Essen, 2 bis 3 Mal am Tag duschen. Also sie steht in der Früh auf, das Erste, was ist, sie tut sie duschen. Sie tut sie dann oft mittags nach dem Kochen noch einmal duschen, weil sie sagt, sie stinkt von dem Dampf in der Küche oder was auch immer. Das ist lächerlich. Am Abend sowieso, bevor sie schlafen geht. Die Wohnung wird jeden Tag zusammengewaschen, staubgewischt. Das habe ich müssen zwar erst lernen, oben abwischen, weil das hat sie nicht kennt, weil zu Hause haben sie keine Kästen oder so wie mir. Ne? Ja. Aber sonst alles in Ordnung. Sie bügeln mein Gewand, also sie schlicht den Kasten, so wie beim Bundesheer nicht gehabt. Sie hat das alles zu Hause gelernt, exklusive die Waschmaschine, weil auf den Philippinen gibt es keine Waschmaschinen für den Normalhaushalt, wenn sie am Land leben. Und das müssen sie ihr erklären. Aber wenn es das einmal beherrscht, werden sie sicher keinerlei Probleme haben. Und wenn sie ihr das nicht ausreichend erklären können, na, dann kommen sie einmal zu mir zu Besuch mit ihr und meine Frau wird ihr in der Landessprache genau erklären, wie man mit einer Waschmaschine umgeht. Sagen wir, 90% fliegen mit. Sofort? Sofort. Also ich muss jetzt zu Hause fahren, 3 Wochen fährst mit? Sagt ja. Sofort. Ne? Schon alleine dabei sind ja die, ich als Europäer würde es nicht machen, weil ich nicht weiß, wo ich hinkomme oder wo der überhaupt daheim ist. Der kann ja das Risiko ist ein Stritz oder was auch sein. Nein, na, sicher, es ist halt, sie weiß ja nicht, wo es hinkommt. Ne? Aber es ist bei ihr so, sie glaubt, dass es uns ja besser geht. Also ein Tourist, der was dort hinkommt und der sich das leisten kann, sie glauben, wir leben da in Saus und Braus, wir arbeiten ja nichts. Die verstehen auch nicht, dass wir Pension haben, Krankenkasse und sowas alles. Also das gibt es dort alles nicht. Es gibt keine Soziale. Es ist so, dass die Damen, die man hier trifft, dass die eigentlich nicht so viele Möglichkeiten haben auszuwählen. Und daher glaube ich, dass die Selektion in erster Linie vom Mann ausgeht. Das heißt, im Sonntag getroffen und wenn es längere in Zeit in Manila kann ich sagen, wenn Sie jetzt selbst eine Philippiner heiraten wollen, so glaube ich, dass man absolut sagen kann, dass nicht Sie auswählt, sondern dass Sie auswählen. Ja, also der Mann hat die Wahl, ja, der entscheidet, also dann und richtig. Die Entscheidung wird meistens akzeptiert. So ist es. Ich werde meinem Mann alles tun, was ich überhaupt tun kann, um eine wertvolle Frau zu sein. Entschuldigung, ich habe nur Korruption, wahre Herrn, meine Rolle in einer Ehe seid ihr am Ausmaß. Natürlich werde ich tüchtig mithelfen, damit es überhaupt Kinder gibt. Ich heiße Angelica Esparagosa, bin 21 Jahre alt, wohnhaft in 11th Street, San Carlos City, Negros Occidental, Philippinen. Ich bin 23, koche gern, gehe sonntags zur Messe und empfinde mich als sehr weiblich. Ich heiße Jing Jing de la Torre, wohne in Quimba, San Roque, Palisse, Cebu, Philippinen. Ich bin 20, 52 Kilogramm, 1,54 Meter groß. Mein künftiger Mann sollte Österreicher sein, über 45 und nicht geschieden sein. Wenn jetzt eine philippinische Frau also nach Österreich kommen lasse, die heirate, worauf soll ich achten geben als österreichischer Mann? Also was ist, ich verstehe es ja nicht ganz, ein anderer Kulturkreis. Worauf soll man achten? Was wäre da günstig? Was würden Sie mir raten? Naja, Sie müssen unheimlich aufpassen mit anderen Frauen. Da müssen Sie vorsichtig sein, auch beim Reden. Ich meine, was ich nur beispielsweise, wenn Sie auf der Straße gehen und sagen,
Das hast du gesehen, das war hübsch. Und da hätte ich vorsichtig sein. Ja? Philippinische Frauen haben einen Nachteil, das ist auch sehr eifersüchtig. Und ja. Akzeptieren auch die Eifersucht des Mannes dann, wenn man es wirklich ist? Oder nicht? Naja. Ich bin nicht eifersüchtig, weil ich ganz genau weiß, meine Frau wird nie einen anderen haben. Ich habe eigentlich noch nie einen Gedanken darüber verschwendet, dass ich zu eifersüchtig sein müsste. Es hat auch noch nie einen derartigen Grund gegeben. Und also, ich glaube, dass das nicht nur auf meine Frau, sondern dass das generell auf Philippinas zutrifft. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass es auf den Philippinen gar keine Scheidung gibt. Ja, habe ich gehört. Ja. Das ist gar nicht vorgesehen dort gesetzlich. Und ich glaube, dass schon von den Eltern auf den Philippinen wird das eben so einstudiert den Kindern, dass wenn sie einmal verheiratet sind, dass dann eben sie mit dem Ehepartner zusammenbleiben und dass eine Scheidung eigentlich denkunmöglich ist. Was würde die philippinische Frau, was würde die Gattin machen, wenn jetzt der Seitensprung nicht mehr einmal passieren würde? Was würde sie tun? Da war alles aus. Das heißt? Die ist vorbei. Ja, gut, die Philippinen können keine Scheidung, habe ich gehört. Was macht sie denn? Dann tyrannisiert sie in den nächsten 30 Jahren. Das muss eine Scheidung sein, weil da geht wahrscheinlich heim. Sprich, Schlitz zurück. Das heißt, sie lässt sich zwar nicht scheiden, aber sie trennt sich und fährt also mit den Kindern weg, zum Beispiel. Oder wie? Ja, das kann ich nicht sagen mit den Kindern. Ich meine, ich hätte meine Kinder nicht fortlassen. Ich meine, ja, aber das ist das Gehakel um die Kinder, ne? Ja, dann fängt das an, warum da sie keine Österreicher heiraten wollen. Aber ja. Es ist kein Seitensprung, ja. Es wird nie einen geben. Ja, es ist, klingt sehr positiv. Ich war jetzt rein, also zu überlegen, was es wird nur andere, geschehen würde. Ich könnte mir eine andere Beziehung, also mit einer anderen Frau vorstellen, wenn ein Unglück passiert. Aber das will ich gar nicht reden, weil das darf man nicht denken. Ja. Das heißt, Sie schließen von sich aus den Seitensprung aus, das kommt nie vor. Und daher machen wir nicht die Folgen überlegen, was die Gattin machen würde. Richtig, ja, weil ich habe eine Philippiner geheiratet, weil ich mir eine Familie zulegen will und eine Frau fürs Leben haben will. Wenn ich Seitensprünge machen will, dann nicht mehr Österreicherinnen, ganz einfach. Dear Belle, I was very pleased to see a beautiful photo of you. I am a teacher in the city of Vienna. I teach German history and geography. I got divorced nearly 5 years ago, but it wasn't my fault. My wife cheated me and went away with another man. And I have an 8-year-old daughter called Denise, who is a good and pretty girl. I know that in the Philippines, a divorced person is like a bad person. But I assure you that in my case, I'm innocent. I hope you can understand me. I own a beautiful house near Vienna, where is enough place also for a greater family. I am 42 years old, and I don't smoke, and I'm a trainer for jiu-jitsu, karate, and aikido. I hope you're interested to get to know me. Please write to me. Oisuki chodan age uke gyakusuki. Yoi! Ich. Nee.
Sam! Yummy. Ich bin derzeit Sechster Dan Jiu-Jitsu, Nippon Jiu-Jitsu Kawaii Shiryu und technischer Direktor des österreichischen Jiu-Jitsu-Verbandes. Vierter Dan All-Style Karate Kickboxen, dritter Dan Shotokan Karate, dritter Dan Goshin Taijutsu und erster Dan Aikido, erster Dan Judo und erster Dan Combat Karate. Ich betreibe nebenbei noch als dritter Kyo Ninjutsu und fünfter Kyo Iaido und fünfter Kup Kung Jung Musul Hapkido. Braut Flecken. Flecken, Fett, Öl, 2 Decker, Sechsbeck, 4 bis 6 Decker, Zwiebel, 8 bis 12 Decker, Kraut, 40 bis 60 Decker, 10 Tage Schweinesmalz, 70 Tage Zwiebeln, 3 ist Doppelpaprika, Edelsauce, 2 Zehen Knoblauch. Am besten passen Nudeln oder Bratkartoffeln und Kraut. Ich persönlich esse philippinische Sachen eigentlich nicht. Ne? Ja, auch nicht? Du gar nicht? Eigentlich nicht. Ah, ich, ne? Tue es schon gern. Es gibt kosten. Nur ein, zwei Sachen, ich kann die nicht nennen, die ich eigentlich esse, aber die anderen, ich muss nicht von allen haben. Mhm. Ne? Das Einzige, was ich nicht mag, sind die Schrimps. Aber alles andere, das esse ich eigentlich schon ganz gern. Jetzt wird bei uns eigentlich nur österreichische Küche gemacht. Ne? Mhm. Neben der Haushaltsführung lernt meine Frau Deutsch in der Volkshochschule Favoriten und mit Fragen kommt sie immer zu mir, wobei ich versuche, ihr das bestmöglich zu erklären. Tata, we have here the problem with the bestimmte Artikel. You read now, here please. Frau Kleiner, Robert, eine hat. Das ist nicht richtig, because when you say in the nominative, you say der Hut, die Hut oder das Hut? Das der Hut. Der Hut. That means der Hut, that is masculinum, and in the accusative, it's einen Hut. That means you speak correct? Einen Hut. Ja, Frau Kreiner probiert einen Hut. Ja. The next. Der Schneider eines Beils, you know, where you make three. You know, this Hacke. Sehen wir mehr? Ja, sehen wir mit dem Hacke. Open here, you know. Und okay. Open. Der Bauch. Mhm. What list is auf? Aufgeschlitzt. Mhm. Ja. Das Trio hatte Äxte durch den Raum geschleudert. Was ist Äxte? Ja, es ist Hacke, you know, but when have more, you speak Äxte. Hacke is one, Äxte is more. Axt is eins, Äxte is more. Die philippinischen Frauen würde ich eher als unterwürfig, ruhig bezeichnen, die sozusagen die Meinung des Mannes akzeptieren. Und wenn das so ist, fallen ja schon sehr viele Streitpunkte weg. Und dann muss man das Wort Emanzipation auch nicht mehr in den Mund nehmen. Das heißt, wenn sie wirklich nicht einverstanden ist mit irgendwas, was tut sie dann? Dann spricht sie überhaupt nichts mehr. Sie schweigt. Sie schweigt. Ist das davon abhängig, ob das philippinische Mädchen schon länger hier ist, dass sie dominanter wird? Oder bleibt im Zuge ihres, hier sind sie in Österreich, also bleibt sie da eh gleich? Oder passt sie sich den österreichischen Frauen an und lernt es so, sich zu emanzipieren, sondern ich sage jetzt zurückzureden, eigene Entscheidungen fällen zu wollen, oder kommt das nicht zum Vorschein? Naja, teilweise kommt es schon zum Vorschein, von ihrer Freundin an nicht. Und das heißt, je länger es da ist, umso? Umso mehr will es mitreden. Mitreden, ja, sagen wir so. Ist das jetzt im Rückblick betrachtet schlecht für die ostasiatische Frau, wenn sie, oder für den europäischen Mann eigentlich, für den Österreicher, wenn die schon länger da lebt, könnte sie dann jetzt einmal, ich sage jetzt, Unsitten der österreichischen Frauen schon das macht, das absorbiert. Das bekommen sie sicher, das bekommt jeder Mensch, finde ich. Nicht? Jeder Mensch, wenn er dort lebt, längere Zeit, dass er die Unsitten teilweise annimmt, die für ihn angenehm sind. Nicht? Das glaube ich schon, dass das... Ja, das ist demnach dann besser, wenn die sozusagen... Es ist besser, wenn man frisch eingeflogen. Wenn man vorhat, Asiaten sei es besser, man holt sich die aus dem Heimatland. Dass die Laster noch nicht von unserem Land kennengelernt. Oder sie lernt sowieso früh genug kennen. Sie ist noch nicht lang genug da. Ja.
I know you have enough patience for me if I'm not the perfect wife to you at first. Whatever mistakes I've done before, it won't be discussed or mentioned anymore. Well, good news is I'm still continuing my diet, and so far I reduced a bit of my weight. I haven't let my hair cut, because I know you want my hair long. Others, I'm still the same. Lieber Papa, ich hab dich ja lieb, nur nicht mehr so. Minamastan pati pagtulog mo. At sa gabi na pupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. Dear Carl, today was one of the most wonderful days in my life because I received your letter. And now I'm holding this ticket in my hand that means my whole future to me. The ticket to Europe, to Austria, to Vienna, to you. Oh, Carl, I'm looking forward to this moment when I can look into your eyes at the airport, and that will be reality. But I must say I'm afraid of that as well. Afraid because I do not know if I will be the perfect woman you expect. But the more I'm happy, happy, happy. Thank you so much for all, and kisses. Your Luzbel. Sie kommt also. Well, elegant und als Hausfrau. Ein immer süßes Lächeln. In Schönbrunn. Little girl from the Philippines. Pretty woman. Luzbel, erstmals im Schnee. Daheim ist's gemütlich. Letzter Ausflug mit Bell. Ein Abschied für immer. Wann hat Ihnen das gesagt, dass es zurückfliegt? Ja, ich war ein paar Wochen vor dem geplanten Hochzeitstermin. Aha, und wie haben Sie darauf reagiert? Außer, dass enttäuscht waren, das ist echt. Ja, nein, ich habe meine Enttäuschung schon gesagt. Ne? Das haben wir alles organisiert. Wenn schon die Einladung schon geplant. Und ich habe gemerkt, dass sie, je näher der Tag rückt, unruhiger, in sich gekehrter wird und mir irgendwie schon ausweicht. Ne? Ja, das ist klar. Ich meine, da war eine Signal, der blamiert, ja. Und warum wollte sie jetzt ausfahren?
Ja, es war das Heimweh. Sie hat zuerst überhaupt nichts geäußert darüber, aber ich habe dann öfter auf der Terrasse draußen stehen gesehen und da hat sie in den Sternenhimmel reingeschaut und dann bin ich rausgekommen, so gebellt worden. Was ist los, nicht? Also ich habe im Englisch gesprochen natürlich, nicht? Und dann hat sie gesagt, Mr. Philippines, ich vermisse meine Philippine, ich vermisse meine Freundinnen. Ihre Mutter auch, aber ich glaube, das war nicht unbedingt der ausschlaggebende Grund. Das war das Land überhaupt, das vermisst hat, glaube ich. Sie war sicher teils, also wenn in der Schule war zum Beispiel, nicht? Oder beim Training eben war sie natürlich alleine, aber ich mein, das ist die Realität des Lebens und die wollte ich ja sowieso vermitteln, nicht? Und ich kann ja nicht von der Arbeit ausbleiben. Jetzt, das ist schon kann klar. Niemand, nicht? Ja. Und das war sogar die Ferienzeit damals, als sie da war. Also nur dann hat die Schule wieder begonnen, ist klar, im September, nicht? Und das war vielleicht für sie, war die Umstellung vielleicht so schwer, dass ich plötzlich nur mehr stundenweise nachmittags da war für sie. Na, hätten sie es zum Beispiel in einen Deutschkurs geschickt, da hätte es was zu tun gehabt. Welche Interessen hat sie gehabt? Ja, keine besonderen. Sie hat also, man hat den Haushalt versorgt, aber das Interesse war dann nur als Pflichtgefühl, weiß ich nicht. Ne? Sie hat also selbst eigentlich keine Interessen in dem Sinne geäußert. Sie hat sich also dem angepasst, was meine Interessen waren. Hat sie gleich ein Kind haben wollen oder nicht? Nein, nicht sofort. Ne? Nein. Sie wollte eigentlich primär arbeiten gehen einmal. Auch hier in Österreich. Zumindest halbtags, nicht oder so. Ne? Sie wollte einfach ihren Traum von einem guten Job verwirklichen. Vielleicht, wenn sie gleich schwanger geworden wäre, dass sie ihre Einstellung ein bisschen verändert hätte. Das ist sicher richtig, das habe ich auch überlegt, aber es war ein bisschen wie Rumpelungstaktik, finde ich. Ne? Ich meine, vielleicht war der Grund auch, philippinische Frauen gehen normalerweise als Jungfrau in die Ehe. Ja. Ich weiß nicht, was in die drei Monate los war bei Ihnen, will ich gar nicht fragen, aber nur vielleicht haben Sie es zu sehr bedrängt mit gewissen Sachen. Losen. Weil irgendwie sperrt sie da was. Warum fährt sie jetzt wieder nach Hause? Das Heimweh, ich lasse das Geld, aber das kann man ja kompensieren. Nein, ich glaube, das ist nicht so wirklich geliebt? Nein. Ich bin also, mit dem Wort Liebe bin ich immer sehr vorsichtig geworden, nicht? Noch also zwei wirklich großen Enttäuschungen, langjährige Freundin und langjährige Ehefrau. Ich glaube es ja nicht, dass jemand, den ich am Flughafen das erste Mal sehe, die Sterne dann plötzlich in die Augen hat. Weder sie noch ich. Ich kann sagen, ich bin sympathisch, mein Gott, lieb ist. Oder sie kann sagen, mein Gott, das ist ein fescher Mann. Das schon. Und ich glaube, dass sich das, wenn wir schon in Richtung Liebe arbeiten, Liebe ist auch ein sich aneinander gewöhnen, ein Akzeptieren der Fehler des anderen, ein gemeinsames Unterfangen. Und das kann man erst in den Jahren lernen, weil die große Liebe oder die Liebe mit den Sternen in die Augen, die hält eh nur ein paar Monate. Und dann beweist sich erst, ob sie tiefer war, nämlich wenn man nämlich ein Leben lang zusammenbleibt. Also finde es gar nicht so super, wenn jemand sagt, mein Gott, ich hab die gesehen und ich war verknallt. Weil das spürt uns mein Alter sicher nicht mehr, ich glaub's nicht. Riccio di neve, Andrea coglieva un dolore. Riccio di neve. Sulla bandiera.